Okay, willkommen zu einer neuen Folge. Ja, es ist die neue Folge, weil die letzte Part irgendwie 34 Minuten war. Okay, das war's jetzt. Das war dämlich. Ich gehe jetzt mal ein bisschen pennen, oder? War das hier? War das hier mit Schlafen? Nein, hier war's nicht. Also, hier war's auch nicht. Wohnhaus, nein, hier war's dann. Ich gehe mal ein bisschen pennen. Also, als nächstes mache ich die Rainbow Shell Sidequest. Die Sidequest habe ich ja schon gemacht. Ich glaube, das reicht auch jetzt. Ich habe auch die besten Waffen sozusagen. Denke ich jetzt mal. Und die nächste ist jetzt in 600 AD. Wir sind jetzt ja in 1000 AD. Die nächste. Ihr habt ja gesehen, was Thomas gesagt hat. Also diese Insel, die einfach so plötzlich aufgetaucht ist, ist die Insel, wo die Rainbow-Schale ist. Da ist die Insel. Wir müssen jetzt da rein. Riesenklaue. Okay, hier müssen wir uns durchkämpfen. Und was sagst du und Notiz? Thomas zerknüllte Notiz. Diese Löcher, wenn ich absichtlich hineinspringe, muss ich wieder von vorne anfangen. Und? Was für Löcher? Hä, das erinnert mich an etwas. Ist das die Tyrannohöhle? Lavos fallen, Tyrannohöhle begraben, für immer. Ah, das ist die Tyrannohöhle. Warte mal, wenn das die Tyrannohöhle ist, da kommen diese Viecher auch wieder. Oh, Kacke. Das sah scheiße aus. Okay, ich hole mal Chrono rein. So. Wieso ist der irgendwie unterlevelt? Okay, den nehme ich mal rein. Der tut mir auch irgendwie leid, der ist auch voll unterlevelt. Okay, so. Ja, fick dich. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich doch ins Knie. Gewitter 2. Und dann Angriff, Angriff, Angriff. Ach, diese Monster werden so ein Kinderspiel sein. Außer dieser Gigasaurus. Davor war es doch Terrasaurus. Jetzt Gigasaurus, okay. Okay, die sind weg. Sind alle weg von euch? Ach du Scheiße, du bist weg. Du bist weg. Habe ich gesagt. Ist auch getan. So, so, so. So. Markus erreicht nächste Stufe. Magiewand. Sehr gut. Sichtkappe. Das wollte ich nicht. Wieso komme ich immer wieder auf diesen verfickten Knopf? Sichtkappe verhindert Chaos. Ah, das brauchen wir für einen Gegner, der bald kommen wird. Die haben sich irgendwie mutiert. Okay. Lizardiktyl, irgendwas. Und Schaden her, 43. Okay. Du kommst wieder mit 43 an. Und was habt ihr gegen Margus, ihr elenden Bastardos? Egal, ihr werdet jetzt dafür sterben, dass ihr ihn gemobbt habt. Ihr werdet jetzt... Chaos. Okay, kann es sein, dass er von Typ Schatten ist, weil er Typ Schatten... Warte, er kann schon Magie. Ich habe gar nicht nachgeguckt, was er sagt, also Spekio, wenn ich jetzt mit Markus ankommen würde. Ich glaube, ich gucke mir das gleich mal an. 808. Bist du weg? Ja, okay, du bist weg. Oha, wenn du mich getroffen hättest, hätte ich dich jetzt für immer gehasst. Ach, komm. Komm, komm. Angriff, 824. Du bist weg. 746. Ich glaube, ich hätte mich mal ein bisschen besser informieren sollen, was hier alles in der Höhle ist. 402. Und 2. Okay, das war gut. Die haben gesagt, hier kann man auch gut leveln. Das glaube ich denen auch jetzt. Okay, wo geht's hier lang? Verdammte Kacke. Wo geht's da lang? Warte, war das einfach nur ein alter Schalter oder was? Oder war das einfach zum Safen? Okay, so.
Machen wir mal so. Verdammt, warte mal. Wir machen mal so. So. Fossilaffe. Gewitter 2. Ich hasse euch jetzt. Wie, du wirst mich gegen die Wand? Bin ich der Spielball oder was? Aber wie komme ich zum Safe-Punkt? Zu weit weg für einen Gegenangriff. Wer wollte einen Gegenangriff machen? Okay. 92. Ich hasse dich irgendwie dafür. Ach so, die müssen in der Nähe sein. Ach so, die meinen diese Viecher. Okay. Oha. Okay. Schicksalsstunde. Soll ich Unterkunft benutzen? Ich weiß nicht. Die Katze tut mir voll leid. Oh, arme. Was? Wo zur Hölle bin ich jetzt wieder? Verdammte Scheiß. Boah. Ich hasse euch jetzt. Egal, komm. Ich werde sowieso alles erkunden, deswegen ist es kein Problem für mich. Auf wen werfst du? Auf Margus. Und der ist schon tot. Zu weit weg für ein... Ich hasse dich, du verdammter Wichser. Fahr zur Hölle. Leck die Wurst deiner Mama, Mann. 488. Weg. Okay, es reicht. Es reicht langsam. Ich mache einfach einen Voltzahn. Rollo-Kick, komm. Rollo-Kick. Gib ihm den Tritt seines Lebens. 768. Ey, diese Viecher regen mich voll auf. Ey, willst du mich verkackeiern? Okay. Zum Glück mache ich gerade die Sidequests. Ich glaube, wenn ich hier nicht... Ich glaube, ich muss die Erfahrung so richtig sammeln. Das hier. Ey, ich hol mal Robo rein. Ich hol mal Robo rein. Er soll uns mal heilen. So. So. Okay, das war dumm. So. Kraftstrahl. So. Und nochmal. Okay, das war gut. Egal, ich mache einfach Gewitter 2, da geht es auch schnell vorbei. Aber wo zum Teufel bin ich jetzt eigentlich? Bin jetzt runtergefallen. Komme ich eigentlich da wieder hin, wo ich war? Ich weiß es nicht. All diese Viecher sind schnell tot, aber boah, die schaden aber richtig. Schilder halten. Ja, okay, Schilder brauche ich nicht so viel jetzt. Kraftpille halten, okay. Okay, die Schalter kann ich nicht mal drücken, da gehe ich einfach raus. Warte, von wo komme ich eigentlich? Fick dich ins Knie. Okay, komm, wir machen einfach mal so. Ich habe langsam keinen Bock mehr. Ich mache einen Max-Zyklon und dann ist die ganze Sache geklärt. Komm. Komm, lass mich in Ruhe. Robo ist sowieso nicht tot. Komm, Maxi-Klon. Raketenrolle, so. Du machst ein Gewitter 2 dann. Ich hasse diese verfickten Bastardos von Monstern jetzt hier. Wollte mich verarschen. Safe State. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Ja, greift mich alle an, ja, Wichsers. Ach, wir machen Leuchten. Wo soll mir die stärkste Lichtattacke denn? Hätte den nicht mal richtig einsetzen hier. Fossilaffe, weg mit dir. Jetzt bist du ein richtiges Fossil. Weg.
Willst mich verarschen? Fahr zur Hölle. Komm, komm, Robo, gib ihm den letzten Schlag. Dankeschön, Safe State. Ich weiß, ich mache zu viele Safe States, aber bei diesem Spiel ist irgendwie heftig. Du weißt nicht, wie ich dich jetzt dafür hasse. Komm. So, so. Ja, ist klar, du werfst mich gegen ein Loch, aber ich komme sofort zurück zu dir. Okay, das war diese Affen. Ich sag diese Affen. Auf wen? Ach, dieses Unlogische in diesem verdammten, verfickten Spiel. Mann. So weit weg wie ein Gegenangriff. 906 und du bist weg. Fick dich. Margus, komm. Gut gemacht, kleiner Margus. So, so, so. Krieg ein Level up mehr oder was? Okay, ich gehe jetzt wieder zurück. Weil ich mir diese Truhe und alles holen will. Eta voll erhalten. Irgendwas hat da geglänzt. Eine Kraftpille halten. Okay, das ist gut. Jetzt hoch mit uns. Und hier durch. Und da habe ich aber das letzte Glänzendes auch gesehen. In der Ecke hier. Nein, eine Truhe habe ich hier. Blaustein? Was kann ein Blaustein denn? Blaustein? Das ist ein Blaustein. Blaustein, wo ist das denn? Blaustein, glaube das ist nicht hier. Das ist irgendwo da unten. Blaustein. Ein Trippelteig. Omega-Fackel. Geil. Sag ich mal. Okay. Warte, ich habe eine neue Ausrüstung. Warum? Oh, ich hasse diesen. Ich hasse mich dafür, dass ich mal diesen vermaledeiten komischen Knopf da drücke. Nova Rüstung. Erhält Status. So, rein mit uns. Ah, von hier komm. Von wo komme ich eigentlich? Von wo komme ich eigentlich? Okay, ich habe zum Glück gespeichert. Sehen wir uns mal an. Hä? Wollte mich wirklich zum Weißglut bringen? Okay. Okay. Wir haben irgendwie eine Abkürzung genommen. Ich weiß nicht wieso und wie. Aber wir haben es irgendwie geschafft. Das ist gut. Die Truhe hole ich mir. Lapis erhalten. Und Safe State. Kleine Saurier. Die denken, die könnten mich jetzt irgendwie. Ja, ist klar, du fettes Teil. Du kommst von irgendwo raus. Gewitter 2. Kronos bald tot. Robo. Ach du heilige Kacke. Leuchten. Du machst Angriff auf den und. Ich brauche schnell einen Speicherpunkt, sonst kratze ich ja ab. Und Leveln brauche ich sowieso nicht mehr, weil, ja, wie ihr wisst, ich bin schon etwas overlevelt. Oh. Die Zeitquests machen mich irgendwie fertig. Oha, dankeschön. Hier, ah, okay. Das hat echt ein guter Ort zum Leveln, aber nee, nicht für mich. Das ist ein bisschen übertrieben her. Machen wir einfach mal so. Ich glaube, ich weiß, wie das jetzt abläuft. Wie kann ich in diesen Mund rein? Kann ich nicht, okay. Also ich weiß, glaube ich, wie das ablaufen wird. Wir müssen jetzt einfach hier hin den Knopf drücken. Und hier durch. Und da ist ein Stein, der auf uns wartet.
Okay. Wir greifen mal diesen einzigen Stein an. Und hoffen mal, dass wir irgendwie Tech-Punkte bekommen. So. Bist du weg? Bist du jetzt weg? Dankeschön. Ja, Tech-Punkte. Ah, nächste Stufe. Okay. Was lernt eigentlich gerade Margus? Will ich mal wissen. Dunkler Nebel. Du hast schon alles. Du lernst. Du musst das noch lernen. Das hast du auch schon. Okay. Du musst den dunklen Nebel lernen. Kein Doppeltag bisher gelernt. Okay. Greife dich auch noch an. Kurz. Oh, Mann. Ich, für euch ist es bestimmt langweilig. Aber ich mache das einfach mal für die Leute, die das wissen wollen, was man da alles noch machen kann. Und nicht denken, ach, hier gibt es doch bestimmt keine Zeitquests und so. Doch, die gibt es. Die mache ich gerade. Und es macht mir ein bisschen Spaß. Bisschen nur. Dunkelnebel gelernt. Okay, das hat er jetzt gelernt. Was lernt er als nächstes? Ja, Schwarzloch hätte ich gebrauchen können bei den Sposs, bei dem Boss da. Also bei diesem komischen Sollstein-Boss, dieser komisches Auge-Ding. Macht über Leben und Tod. Ach, das hätte ich gut gebrauchen können. Was soll ich jetzt dazu? Save State. Und hier rein. Das war dieser behinderte Kack, oder? Dass wir mit diesen. Warte mal. Warte, wenn ich das mache, wo lande ich denn? Da lande ich bestimmt in der Zelle hier. Da gehe ich mal hoch. Dann finde ich das blaue Ding hier. Hallo? Kraftpille halten. Aber lohnt sich das? Das will ich mal wissen. Okay, das habe ich jetzt erledigt. Ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt. Hier ist ein Speicherpunkt. Da ist eine Lücke. WTF. WTF. Okay. Ich werde jetzt mal eine Unterkunft benutzen. Unterkunft. Okay. Speichern. Okay. Save State machen. Okay. Jetzt gehe ich mal hoch und gehe mal auf den anderen Weg. Da gab es ja noch den anderen Weg nach links. Din, 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 din. Okay, so. Knopf drücken. Hier rein. Okay, das war dann wirklich das, was ich dachte. Okay. Diese Steine kommen nicht mehr. Schade. Ach, ich habe auch keinen Bock auf euch. Egal, ich gehe den Weg ganz zurück. Kein Bock auf irgendwelche Kämpfe jetzt. Diese Viecher regen mich voll auf. Aber richtig, wie dieser komische Sollstein-Bastard. Ach, Mann, komm. Hier mache ich ein Safe State. Ich weiß, ich benutze sehr viele Safe States. Aber was soll ich machen? Das ist einfach besser für mich. Wenn ich ja keine machen würde, glaube ich, wäre schon längst ausgetickt. Zornband 2. Zornband 2. Zornband. Warte, habe ich nicht an Zornband 2? Zornband 5. 80% Chance gegen Angriff. Lohnt sich das? Eigentlich schon. Dann ist besser. Dann ist die Chance für mich, dass ich die ganze Zeit angreifen kann. Du elender Bastard, ich bring dich um. Leuchten, stirb. Du machst Gewitter dann. Oh nein! Oh Scheiße! Ach du Kacke! Mann! Ja, fick dich ins Knie. Ich bin auch noch so dämlich und mach das noch. Ja, werf mich gegen die Wand, wenn es dir Spaß macht, du Bastard. Gegen. Achso, okay, er hat kein Gewitter 2 gemacht. Doch, er macht jetzt. Warte, er kann.
Ah, das war seine Fähigkeit. Okay, merke ich mir. Okay, ich muss gleich mal nachgucken, wie ich mich ausrüsten muss für diesen Gegner. Wenn ich das habe, dann kommt der. Dann ist das nächste, Ossi. Und so, 37. Und Angriff, Angriff, Angriff. Ich mache einfach physische Angriffe, weil ich habe keinen Bock, irgendwie MP zu verschwenden. Wegen solchen kleinen Pussys. Stirb. 381. 335. Ach komm, hör auf. Fick dich ins Knie da. Du konntest nichts und du wirst auch nie was können. Komm, stirb. Danke. Din din, din din, din 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 din. Lapis halten. Ich hoffe, da kann ich jetzt den Weg wieder durchgehen. Ist klar, ist zu. Wer hat den zugemacht? Keine Ahnung. Knopf gedrückt. Ja, stirb, du Affe. Ich mag sowieso keiner. Komm, so. Ein Tonic voll erhalten. Ey. Kann ich gut gebrauchen, bestimmt. Okay, jetzt wieder raus. Jetzt gehe ich zum Boss mit den großen Füßen und der Ähnlichkeit hatte bei Asala. Fick dich. Ich mische mich jetzt auch. Tonic Medaillon. Ah, komm, ich habe doch Lapis. Das benutze ich einfach mal. So. MP. So. Okay, das alles voll. Speichern. Und wir sehen uns gleich wieder. Also hier durch. Die Riesenfüße. Also wir sehen uns gleich wieder. Okay, es geht weiter. Andere Party. Und ich habe die Rubinweste und Rotweste eingesetzt, also ausgerüstet. Und es geht weiter. Wer bist du denn? Hallo. Oh, hast mich jetzt gesehen auf einmal. Ich stand auch gerade vor dir. Din, 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 din. Rost-Tyranno. Sehen wir uns mal an. Er hat 25.000 LP. Das wollte ich gerade kurz erwähnen. Leuchten. Du machst dann Dreierkick. Du machst dann den Schock bei ihm. Sehen uns mal an, wie das ist. Okay. Den Dreierkick. Und Bams. Und Bams. 3000 habe ich schon abgezogen bei ihm. Und. Okay, das ist gut. Leuchten. Dreierkick und. Schock. Okay. Kann es sein, dass ich den Kampf schnell besiege? Weiß ich nicht. Sehen wir mal. Diesen Kampf will ich noch in diesem Part bekommen und danach geht es im nächsten Part mit der nächsten Zeitquest weiter. Die nächste Zeitquest gefällt mir auch ein bisschen. Gefällt mir auch. Ach, das werde ich auch noch erklären, wenn die Zeit, wenn der Zeitpunkt dazu kommt. Und Angriff. Ich glaube, er ist auch bald tot. Leuchten. Dreierkick und Schock. Und bist du weg? 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 Sehen wir mal, bis du weg bist. Wieso hat Eila so wenig LP? Habe ich erst gerade so gemerkt. Okay, sehen wir mal, ob er jetzt noch stirbt. Ich glaube, ich habe schon irgendwie mit, keine Ahnung, wie viel abgezogen. Leuchten, Dreierkick und Hellstrahl. Weil Eila soll ja nicht sterben. Okay, ich muss gleich meine LP auffüllen. Ja, meine MP meine ich. So und so und so. Dankeschön und Hellstrahl. Jetzt kommt er wieder Nachttyranne oder so, wie der hieß, mit seiner komischen Attacke an. Okay. Das heilt mich, das heilt mich, das heilt mich nicht. So und so.
Ach du Kacke, das wird ein Kinderspiel. So. Ethermedaillon auf ihn. Heilstrahl auf uns. Du machst dann das Leuchten. Heftiger Angriff auf alle. Das war auch ein heftiger Angriff, finde ich. Und das Leuchten kommt. Und die ganzen Leben, die du gerade abgezogen hast, kriegen wir zurück. Mit deinem Schaden. Feuer stärker. Ach ja, Ethermedaillon auf dich. Du machst Leuchten. Du machst den Schock bei ihm. Max Schock schadet allen Gegnern. Okay, ich hoffe mal, der ist jetzt bald tot. Weil seine behinderte Fressattacke, die nervt langsam. Warte, ich habe eine Idee. Wieso mache ich eigentlich diesen Bolzern? Oder eine andere Attacke, die ich habe. Die stärksten Attacken mache ich einfach mal. Ja, fick dich. Bolzern zum Beispiel. Und du machst den. Du nimmst ja das hier mit. Komm, Bolzern. Bolzern hat bestimmt 2000 oder so. Oder 3000. Und was hast du? 1700. Ah, okay, das geht ja noch. Dankeschön. Ja, fick dich. Bolzern. Heilstrahl. Ja, fick dich. Ich kriege sowieso LP zurück, deswegen ist es nicht so schlimm für mich. Aber etwas wie Robo. Das wird scheiße. Das wird etwas scheiße. 1806. Safe State. Okay, komm. Tornado. What the fuck? Leuchten. Ist klar, ist klar. Ist klar, du verdammter Wichser, dass du sowas machst. Leuchten. Leuchte pur. Und ich krieg das alles zurück. Feuerstärke, okay, heilt sich jetzt. Heilstrahl. Oh, Kacke, du musst jetzt. Elixier? Nein, du machst Ethermedaillon auf ihn. Du machst mal ein Venusfalle. Weil er hat auch eine, er hat ein Item, was ich klauen soll oder so. Der Gedanke hat gezählt. Ach, fick dich. Dein Gedanke kann mich sowas. Von mal. Kraftstrahl auf dich. Du machst. Nein, du machst. Bolzern. Kriege ich das noch hin, den Bolzern? Okay, komm. Er soll jetzt endlich sterben. Ist er tot? Ja, 3800 Erfahrungspunkte erhalten. 2000 Gil erhalten. Eile erreicht diese Stufe. Krone erreicht diese Stufe. Oh, ja. Safe State. Und bist du jetzt weg? Bist du weg? Dankeschön. Jetzt gehe ich noch weiter nach vorne. Und was erwartet mich? Die Muschel. Die Regenbogenmuschel. Schön, groß. Regenbogenmuschel essen. Ja, du denkst immer an Essen. Wie? Okay, die ist schwer. Oh, die ist auch ein bisschen riesig. Sie wiegt eine Tonne. Wir brauchen Hilfe aus Schloss Guardia. Anscheinend schon. Okay, das geht irgendwie schon schwarz. Okay. Hallo, wir freuen uns immer, euch zu sehen. Was kann ich für euch tun? Wir möchten um einen Gefallen bitten. Ich verstehe, ich soll diese Riesenmuscheln im Schloss für viele Jahre aufbewahren, richtig? Ich bitte dich um Ayla Willen. Bitte gewähre ihnen den Wunsch. Das ist Ayla. Natürlich, die Muschel wird... Ach so, die Muschel wird ins Schloss geschafft und als Nationalschatz aufbewahrt. Hauptmann! Ja, Majestät? Geh, hole die Regenbogenmuschel und bring sie unversehrt hierher ins Schloss. Sofort her. Yeah. Vielen Dank. Okay, das war jetzt die Regenbogenmuschel.
Dankeschön, dass das Flugzeug hier sofort ist mit mir. 1000 AD müssen wir. Und Bams. Und Patams. Okay, das hat sich ein bisschen geändert. Wir müssen uns sowieso ausruhen mal. Din, 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 din. Was sagst du, Mutter? Was für ein schöner Tag. Die Düsterromen glitzern in der Sonne. Ein guter Tag für die Wäsche. Düsterromen? Was sind Düsterromen? Ja, kurz ausruhen. Ach, hier kann man ja kostenlos schlafen. Ja, wie immer zu Hause. Und wir sehen uns das... Nein, komm herunter. Uschi, geh weg, Uschi. Und wir... Komm, wir machen einfach mal so. Wir müssen da nicht extra durch den Wald. So, wir sehen uns das nächste Mal hier. Tschüss.